Bei uns ist jetzt Corinna Panay-Konrad, die ich ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Gästeführerin in Michelstadt und Sie bieten ganz besondere Stadtführungen an, nämlich kulinarische Stadtführungen. Genau. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und seit wann machen Sie das? Also die kulinarische Führung gibt es seit 2007. Der Ursprung, ich esse gern und ich trinke gern. Und so konnte ich die Gastgeber in Michelstadt für das Projekt begeistern. Und das ist auch, das wird sehr, sehr gut angenommen bei den Gästen der Stadt. Wichtig ist ja immer, dass am Ende alle satt sind. Ist das der Fall? Auf jeden Fall. Also wenn jemand die kulinarische bucht, dann sage ich immer vorher auf keinen Fall frühstücken. Okay, verstehe. Ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Stadtführung ist natürlich das Rathaus. Ja. Was ist das Besondere an diesem Rathaus? Also das Rathaus bezeichne ich mal als unser Glanzstück in Michelstadt. Das historische Rathaus, immerhin 1484 erbaut. Das ist 8 Jahre, bevor Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Also wenn das Gebäude erzählen könnte, das könnte ganz schön viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel über diese Zahl, die da auch eingeritzt ist. Was ist das für eine Zahl? Das ist eben genau dieses 1484, die halbe 8 als 4 eine arabische Schreibweise, die man in der Spätgotik ganz gern benutzt hat. Und warum steht das da auf diesen Stelzen? Das hat zwei Gründe. Der eine, Marktrecht hatten die Michelstädter, also da unten konnte man wunderbar Markt abhalten. Stand bei Wind und Wetter? Genau. Und die Michelstädter hatten Gerichtsbarkeit. Unten in der Halle fanden die Verhandlungen statt. So, und jetzt haben Sie auch dieses Rathaus schon mit kulinarischen Besonderheiten verbunden auf der Tour. Was bekommt man denn da dann gereicht? Also im Rathaus, im Ratssaal gibt es sozusagen die erste Vorspeise. Das sind Wurstspezialitäten von der Michelstädter Metzgerei Heckmann. Und da hat man sich wirklich die Mühe gemacht und hat eine Form anfertigen lassen. Hier sieht man das Michelstädter Rathaus. Ach hier? Mhm. Was ist das denn? Ist das Wurst? Leberkäse? Das ist Fleischkäse. Ach hier, guck an. Ja, sieht schön aus. Darf ich da mal reinbeißen? Bitteschön. Also ich meine, wenn hier sowas liegt, dann kann ich es natürlich nicht liegen lassen. Guten Appetit. Danke. Oh. Ja, da spießen wir es raus. Das Rathaus schmeckt sehr lecker. Das freut mich. Richtig gut. Und Sie haben auch direkt was zum Spülen sozusagen mitgebracht. Ja, den Odenwälder Apfelwein, das muss natürlich sein. Ich mache es immer so, es gibt die erste Vorspeise und ich trinke dann mit den Gästen auf Du und Du. Denn es soll wie ein Spaziergang mit Freunden sein. Dann bin ich ab sofort der Jens. Ich bin die Corinna. Corinna, hallo. Prost. Und? Ich liebe ja Apfelwein. Ja, der Odenwälder ist besonders. Der Odenwälder, der ist echt schön fruchtig tatsächlich. Mhm. Ist sehr lecker. Er ist auch nicht so sauer, ne? Nee. Also ich muss halt noch fast 2 Stunden arbeiten, von daher jetzt noch ein kleines Schlückchen und dann ist gut. Großartig. Sie sind gebürtige Michelstädterin, oder? Ich bin eine waschechte Michelstädterin, ja. Was begeistert Sie an Ihrer eigenen Stadt? Haben Sie da immer gelebt? Ich muss gestehen, als Jugendliche wollte ich raus. Raus aus dem Odenwald. Ich war also in Nürnberg einige Jahre. Entschuldigung, wir waren per Du inzwischen. Ach ja, stimmt ja. Muss ich jetzt sagen. Ich war in Nürnberg und hatte sofort Heimweh. Nach 10 Jahren Nürnberg kam ich zurück und seitdem weiß ich Michelstadt und die Umgebung zu schätzen. Also ich möchte nirgends anders mehr wohnen. Oh. Und Sie vermitteln Ihr Wissen über Michelstadt an viele Wissbegierige, an viele Touristen, die da hinkommen, unter anderem, wie wir gerade festgestellt haben, auf diesen kulinarischen Stadtführungen. Wir machen weiter mit der kulinarischen Stadtführung und kommen zu einem bestimmten Café. Genau. Das heißt, ich wollte es erst französisch aussprechen, Mide Noir, aber das ist wahrscheinlich falsch. Nee, das ist richtig odenwälderisch, Mide Neu. Mide Neu, und das heißt übersetzt? Ja, das Café ist eben mittendrin in der Altstadt. Das ist der Treffpunkt der Odenwälder. Es ist, gibt es noch nicht so lange. Also es ist modern, hat moderne Interpretation von alten Gerichten wie Kochkäse, Handkäse. Wer ist das, den wir da gerade sehen? Das ist die Wirtin, die Hertha. Die Hertha. Und die spielt da immer Gitarre, oder? Also wenn die Hertha Lust hat, fängt sie während dem Bedienen an zu singen, sie spielte mal Gitarre und erzählte mal einen Witz. Und so fühlen sich die Odenwälder, die Michelstädter dort wohl, aber auch die Gäste. Aha. Jetzt ist das natürlich auch wieder kulinarisch mit irgendwas verbunden, genau. Nämlich? Die zweite Station, Mide Neu, bietet einmal, wir machen mal die Töpfchen auf. Beide? Ja. Aha, das sieht, oh, ich hätte jetzt gesagt, das sieht so ein bisschen aus, das linke, wie eine weiße Mousse au Chocolat.
Nein, wir sind noch bei der Vorspeise. Also das ist Forellenmus. Ach was. Die Forelle kommt aus dem Odenwald. Dann haben wir hier einen Kochkäse. Der Odenwälder ohne Kochkäse geht nicht. Und hier im Glas, das ist noch zu, weil da ist die Musik obendrauf, Handkäse mit Musik. Also dieses Forellenmus ist ja toll. Lecker, gell? Das ist wirklich ganz toll, vor allem das zergeht so richtig schaumig auf der Zunge. Super. Und das Bauernbrot, das passt auch super dazu. Backt die das selber, die Dame, die Hertha? Nee, aber sie hat lauter Lieferanten aus dem Odenwald, also das ist ihr Anspruch. Und das Brot ist sensationell. Ich probiere es direkt mit dem Kochkäse. Ja, mach mal. Kochkäse finde ich gut. Der ist schon cremig. Wie macht man Kochkäse? Wie stellt man den her? Also ich mache ihn mit Schmelzkäse, Handkäse muss auf jeden Fall rein, viel Butter und viel Sahne. Dass das Ganze so fluffig wird, dafür sorgt das Natron. Ich habe gesehen, in manchen Restaurants werden dann sogar Schnitzel damit überbacken. Kochkäse-Schnitzel, ja. Mm. Das ist momentan total im Trend. Mhm. Alles toll. Also, traust du dich? Machst du das Glas auf? Sicher. Ich wohne in Sachsenhausen. Da okay, dann den Geruch kennt man Handkäse mit Musik kenne ich. Ah, oh, komm, ich will jetzt nicht so ein ganz großes Stückchen nehmen, weil ich habe das Gefühl, ich muss noch viel mehr essen heute. Mhm. Ja. Ja, geht. Geht. Dazu nochmal ein Schöpfchen. Oh ja, da trinke ich mit. Nochmal Prost. Prost. Bin immer noch der Jens. Toll. Hast du sowas wie einen Lieblingsplatz in Michelstadt? Mein absoluter Lieblingsplatz, also ich habe viele Lieblingsplätze, aber mein absoluter Lieblingsplatz ist der Stadtgarten in Michelstadt. Warum? Weil er ist mittendrin, man kann sich da mal ausruhen, das sind Schrebergärten, da ist ein Stück Stadtmauer, der Platz hat einfach Flair. Da sehen wir es. Ja, ich sehe es. Es ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Die Zugänge sind ganz, ganz schmal. Ja, jetzt weiß es jeder. Aber hat da nicht der Bernd Siefert auch direkt nebenan seine Bäckerei? Es ist in der Nähe, ja. Ja, ne? das kenne ich doch irgendwoher. Klasse. Also es ist wunderbar zurecht gemacht. Vor 2-3 Jahren hat man da nochmal ein bisschen was gemacht. Es sind Bänke, Holzbänke, große Holzbänke, die kann man drehen, je nachdem, wo die Sonne herkommt. Und es ist einfach ein schöner Ort. Klasse. Jetzt haben wir vorhin schon so ein kleines bisschen odenwälderisch gelernt. Mitte neu, mittendrin. Mhm. Du hast noch die eine oder andere Odenwälder platt. Genau. Also ich muss sagen, es gibt ja 30 Stadtführungen. Eine davon heißt Pfeffersäcke, Sprichwörter. Und da lernt man auch so manche Odenwälder Begriffe, die ich besonders mag. Kolder. Kolder. Weißt du, was eine Kolder ist? Ist das dasselbe wie ein Kolter? Kolder, das ist eine Kolter, Decke. Die Decke, ne? Ja, Kolder. Also diese, die man sich so über die Schultern legen kann. Genau, so richtig kuschelige Decke. Oder ich komme ja aus Weitengesäß, das ist ein Stadtteil. Das sagt man zu einem Brot, Krümel. Prussen. Krusem? Prussen. 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 Brotsamen sagt man doch auch, oder? Genau, also bei uns ist es ein Prussen. Verzeihung. Ja, das ist ein Prussen. Ich habe ein Prussen im Hals, glaube ich. Perfekt. Ein letztes Wort? Was ich auch noch mag, ist Hundsbrunzer. 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 Weil Brunzen ist doch schon pinkeln, oder? Genau. Und Hund? Perfekt. Hund ist ein Hund. Der pinkelnde Hund. Ja, Hundsbrunzer, das sind Steine. In Michelstadt an den alten Häusern sind Ecksteine, Sandsteine, eigentlich um die Ecken zu schützen. Früher die Fuhrleute, die hatten ein rechtes Tempo drauf, sind manchmal an der Hausecke hängen geblieben. Deshalb diese Steine zum Schutz. Und ja, heute gibt es keine Fuhrwerke mehr, aber sehr viele Hunde. Und die haben die das hinterlassen da so manche Flecken an dem Stein und deshalb sind es die Hundsbrunzer. Die Hundsbrunzer. Und das Wort ist einfach sehr klasse. Wann findet die nächste Führung statt und was kostet das? Ja. Also die kulinarische Führung, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einfach eine Gruppe, einen Verein, ruft in der Gästeinfo an und bucht individuell eine Führung zum Wunschtermin. Oder es gibt im nächsten Jahr ab März wieder offene kulinarische Führung. Da kann man sich auch zu zweit anmelden. Da kann man dann natürlich schon mit den anderen Freundschaften schließen. Das sind immer ganz nette Geschichten, die da passieren. Klasse. Ja, und Kosten 37 Euro für 3,5 Stunden Entertainment und sehr viel Essen. Und man geht da satt raus und von daher kann das kein Fehler sein. Eine solche kulinarische Stadtführung durch Michelstadt mit Corinna Panayi-Konrad zu buchen. Genau. Ich danke ganz herzlich fürs Erste. Wie machen wir weiter? Ganz einfach. Wir machen weiter mit einer wirklich ganz tollen Sache. Wir machen weiter mit einem
Ausflugstipp, der am Wochenende eventuell für Sie anstehen könnte, in den Odenwald nach Michelstadt. Und das aus gutem Grund, denn in Michelstadt, da werden ganz besondere Führungen angeboten. Führungen, die dann kulinarisch vor allem sind. Und gemacht werden diese Führungen von Corinna Panahi-Konrad, die ich jetzt nochmal ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Herzlich willkommen. Also, das ist das Wichtigste, man wird satt. Und schmecken tut's auch. Auf jeden Fall, ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sowas anzubieten? Ich esse gerne, ich trinke gerne leckere Dinge und ja, so hat sich das ergeben. Und jetzt fange ich schon wieder an, dich zu siezen, obwohl wir längst beim Du waren. Stimmt, wir hatten ja vorhin einen Apfelwein auf Du und Du. Genau, Sie hatten nämlich gesagt, hier bei diesen Führungen, da duzt man sich immer. Genau. Und dann will ich mich dem nicht herausziehen. Kulinarische Führung, wie lange machen Sie das? Machst du das schon? Seit 2007 bieten wir die an. Wir haben vorhin schon Highlights erleben dürfen, zum Beispiel die Führung, die dann da sehen wir es, das Rathaus besichtigen oder auch ein ganz besonderes Café, das Mitte Neu. Dann wird die Führung unter anderem auch kommen zu einer Gaststätte, die sehr traditionsreich ist, die Drei Hasen. Genau, haben wir eben gerade gesehen. Es ist direkt am Rathaus, Gasthaus Drei Hasen. Vor 3 Jahren haben wir gefeiert, 333 Jahre Drei Hasen. Und ich bin ganz froh, dass die Wirtin bei dieser kulinarischen Führung mitmacht. Denn sie hat etwas ganz Besonderes. Sie hat einen Wildschweingulasch aus der Odenwälder Jacht. Das bekommt man während der kulinarischen Führung mit hausgemachten Kartoffelknödeln. Und da das Gulasch mit Rotwein verfeinert wurde, gehört natürlich ein Gläschen Rotwein mit dazu. Also jetzt erstmal mal zum Gulasch. Wir sehen es hier in der Dose. Das heißt, das kann man dann unterwegs auch einkaufen, mitnehmen und zu Hause noch mal eine Portion extra essen. Genau, ich habe erfahren, dass du so viel essen musst während der Sendung. Und deshalb dachte ich, noch mal ein Gulasch wäre zu viel. Deshalb habe ich das so eingedost mitgebracht. Das kommt so gut an, dass die Wirtin gesagt hat, das Gulasch gibt es ab sofort auch in Dosen. Das ist sehr nett, aber von müssen kann ja nicht die Rede sein. Ich darf hier so viel essen heute. Ja, also das soll sehr, sehr gut sein. Der Rotwein, was ist das für einer? Ich weiß es gar nicht. Die Wirtin hat ihn mir eingepackt. Die hat so ein Faible für guten Wein. Hat gesagt, den musst du probieren. Der ist sensationell. Das ist ein lila-rot steht da das drauf. Das muss eine ganz junge Winzerin sein. Ein Rotwein-Cuvée ist das sogar. Ja. Wollen wir mal probieren? Ja, natürlich. Prösterchen. Das ist eine Sendung heute nach meinem Geschmack. Das freut mich, dass es dir schmeckt. Wie lange dauert die Führung insgesamt und wie viele Stationen werden da angelaufen? Also es sind 3,5 Stunden. Jeder Gastgeber hat eine halbe Stunde Zeit, sich zu präsentieren. Es sind 4 Stationen. Unter anderem, da waren wir gerade bei den Drei Hasen und genau. Dieses Gulasch, das wird auf eine ganz besondere Art und Weise dargeboten, in diesem kleinen Kupferkesselchen, oder? Genau, es wird brennend serviert. Das ist natürlich dann nochmal der Aha-Effekt bei den Gästen, wenn dann diese Kesselchen serviert werden. Und wenn die Kamera jetzt nochmal ein kleines bisschen runterschwenkt auf die Dosen, danke, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, denn dieses Etikett, das hat nicht irgendwer kreiert, sondern? Ja, genau, also ich bin nicht nur Gästeführerin, ich bin auch Grafikerin und Malerin. Und so haben die Wirtin und ich eben gemeinsam dieses Etikett kreiert. Klasse. Also die Drei Hasen, ein ganz traditionelles, 333 Jahre altes, nee, schon älter inzwischen, ja, ja. Wirtshaus in Michelstadt. Aber es gibt ja auch moderne Gastronomie, zum Beispiel die Träumerin und das, nee, die Träumerei und das Träum weiter. Genau. Nicht ganz unbekannt, die Besitzerin. Ja, natürlich, die beiden Hotels stehen für Jessica Schwarz, die überall erzählt, dass sie aus Michelstadt kommt, wenn sie auch im Fernsehen ist. Das freut mich als Gästeführerin. Ist eine Schauspielerin für die zwei Zuschauer, die sie nicht kennen. Ja, genau. Inzwischen schon sehr berühmt. Und dazu gehört auch das Rathaus Breu, eine Hausbrauerei. Ah, okay. Das führt ihre Schwester Sandra, die sieht man jetzt gerade. Mhm. Die Blonde war die genau, Schwester, gell? Genau, die genau. Jessica hat doch die dunklen Haare. Ja, genau. Oh, das sieht aber wirklich nach einem echt schicken Designhotel aus. Großartig. Ja, das ist wunderbar, was die beiden aus den alten Häusern gemacht haben. Da sind wir Michelstädter wirklich froh. Nur doof, dass sie in Michelstadt schon so wohnen, sonst könnten sie da mal im Hotel übernachten auch, oder? Also ich habe mir fest vorgenommen, zu meiner Silberhochzeit möchte ich da oben unterm Dach die Suite. Egal, auch wenn ich aus Michelstadt komme, also das ist schon, das ist gebongt, genau. Toll. Also wichtig zu wissen, Privatbrauerei, Bier.
genau. Gibt's da. Haben Sie uns auch mitgebracht. Ja. Das ist, um genau zu sein, ein Winterbock sogar. Ja, extra abgefüllt. Es ist so, wir haben ja drei Systemführungen in Michelstadt. Es gibt nicht nur die kulinarische Führung, es gibt auch eine Bierverführung. Da besucht man zwei Hausbrauereien in Michelstadt, zum Beispiel das Rathausbräu. Oh oh. Und das Ursprungsgasthaus der Michelstädter Brauerei, das ist dann das Deutsche Haus. Also da geht es wirklich ums Bier, Bier trinken. Oh, das ist aber auch, müssen wir auch nochmal anstoßen. Wir auch mal? Na, also wenn schon, denn schon. Ich darf nicht alleine. Und du hast so einen schönen Schaum? Nein. Gut. Ja, das ist frisch angegossen. Es ist eigentlich viel zu viel Schaum. Ja. Ich habe mal in der Kneipe gearbeitet, also so ein Bier hätte ich da nicht loswerden können. Okay, hat es auch schmeckt. Oh ja. Oh ja, sehr würzig. Bisschen schwerer, ist jetzt nicht so ein Kölsch oder so ein schnelles Pilz, sondern schon, da das steckt ein bisschen mehr Bums hinter auch. Musst du genießen, also nicht zu schnell, sehr lecker. Wie teuer sind diese Führungen? Es ist eigentlich für jeden Geldbeutel was dabei. Also wir haben Führungen für Gruppen 65 Euro, Altstadtrundgang, Mittelalterführung, ich habe es vorhin gesagt, die Pfeffersäcke, also Sprichwortführung. Wir haben dann Führungen, ja, kulinarische. Das ist dann für 10 Personen 370 Euro. Also ist für jeden Geldbeutel was dabei. Und speziell die kulinarische Stadtführung, wann findet die wieder statt? Noch vor Weihnachten oder? Nee, da ist jetzt Winterpause. Wir haben ja den wunderschönen Weihnachtsmarkt in Michelstadt. Da haben die Gastgeber anderes zu tun. Also im März, denke ich, fangen wir wieder an mit der kulinarischen Führung. Weihnachtsmarkt, ganz wichtiges Stichwort. Was ist das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt? Ja, er gehört immerhin zu den schönsten Deutschlands. Er wird immer wieder gewählt. Es passt einfach so gut, die Holzbuden zur historischen Altstadt, die Figuren, die wir hier sehen. Wir haben in Michelstadt die Holz- und Elfenbeinfachschule. Die Schüler fertigen diese, das ist meine Lieblingsfigur, die Pyramide, ja, die fertigen diese Figuren an. Und das macht es einfach besonders. Also der Innenhof ist halt auch wunderbar. Klasse. Und dann natürlich vor dieser historischen Kulisse, das ja, alles das passt. Großartig. Also nicht umsonst wird er gewählt zu den schönsten Deutschlands. Letzte Station der kulinarischen Stadtführung führt zu einem Menschen, der regelmäßig hier auch bei Hallo Hessen zu Gast ist. Zuletzt gestern der Konditor-Weltmeister Bernd Siefert. Genau. Was gibt's da dann zum Schauen? Ja, die Nachspeise gibt's also im sogenannten Weltmeister-Café. Jetzt im Winter gibt's einen Stollen. Der Bernd hat verschiedene besondere Arten von Stollen. Er hat Kartoffelstollen, Cranberry-Stollen. Hier habe ich dir jetzt einen Rosmarin-Stollen mitgebracht. Aha, was ist das hier? Dann hat er einen Panettone. Das ist dieser italienische Weihnachts- bzw. Neujahrskuchen, ja, gell? Aber der schmeckt so saftig, der ist so lecker. Bernd hat mir mal erzählt, er schickt ihn bis nach Italien, weil er so gut ankommt. Und es gibt natürlich immer eine Weltmeisterpraline zum Abschluss dann. Apropos Abschluss, wir sind durch. Es tut mir sehr leid, denn es hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist. Meine Damen und Herren, die Stadtführungen durch Michelstadt, die kulinarischen Stadtführungen, es ist eine ganz tolle Angelegenheit. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es ist nicht nur interessant, man lernt eine Menge über die Stadt, sondern man wird auch richtig lecker satt. Und von daher, ab Januar geht es da wieder los. Unbedingt dafür sich mal interessieren. Aber da ich auch Malerin bin, habe ich dir ein Geschenk mitgebracht, dass du das Michelstädter Rathaus nie vergisst. Ach, das ist aber toll. Vielen Dank. Das sieht aber richtig hübsch aus. Hier, guck mal, Leute, habt ihr das gesehen? Ja, das Gute an unserem Rathaus ist, man kann es verfremden, es wird trotzdem erkannt. Es wird sofort wiedererkannt, gell? Aufgrund dieser der Stelzen, auf dem es steht. Ja, genau. Und wir haben vorhin gelernt, da war früher immer Markt. So sieht's aus. Ne? Dankeschön fürs Kommen. Gerne. Alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.